Was kannst du da draußen den Leuten, die jetzt neu starten, die als Quereinsteiger sind oder die vielleicht auch in der gleichen Rolle sind wie du, was kannst du raten? Also, heute in unserer neuen Immolution-Podcast-Folge sprechen wir über das Thema vom Angestellten zum Immobilienmakler und Hausverwalter oder beziehungsweise Hausverwalter und Immobilienmakler. Zu Gast, lieber Sascha, erzähl mal, was war denn deine Journey, die du jetzt vom Angestellten im Handwerk zum Hausverwalter und dann, glaube ich, nachher erst Immobilienmakler, wie ist dazu gekommen? Ja, ich bin angestellt gewesen im Schmiedebetrieb als Instandhaltungsleiter. Der hat die Aufgaben, die Handwerker zu koordinieren, die Elektriker, die Schlosser, alles, was so rund um die Immobilie zu tun hat. Also sprich auch die Gebäude für das Unternehmen instand zu halten, die Maschinen instand zu halten. Und da habe ich dann irgendwann aufgehört und habe mich dann selbstständig gemacht. Das war 2019. Okay, warum? Was hat dich genervt? Ja, ganz einfach. Unternehmen hat halt einen anderen Inhaber gehabt, der Senior ist verstorben und die Nachwelt, die da dann gekommen ist, hat neue Strukturen geschaffen und den habe ich mir einfach nicht mehr wohlgefühlt. Ne? Also der Pain war so groß, dass ich sagte, ich muss was Eigenes machen. Okay, warum dann ausgerechnet Hausverwaltung? Ja, das ist ein gutes Ding. Ich habe, bevor ich da gekündigt habe, ein Jahr vorher eine Ausbildung zum Immobilienmakler gemacht in Düsseldorf. Bei der IHK. Dazu bin ich gekommen, weil ich den Betriebswirt auch gemacht habe auf Abendschule und da habe ich junge Menschen kennengelernt, die haben sich mit T-Shirt-Druck selbstständig gemacht. Da habe ich gesagt, Mann, da müssen die dicke Eier haben, sich mit T-Shirt-Druck selbstständig zu machen. Also das muss krass sein und ich bin Elektriker und schaffe das nicht. Da muss doch noch mehr sein. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, so, was kannst du am besten? Habe dann wirklich dann so eine Stärken-Schwächen-Analyse gemacht, Umfeld gefragt, wie man so halt macht, Persönlichkeits weiterentwickelt und dann kam irgendwann raus, du kannst viel labern. Du hast Kenntnisse in der Energietechnik, also sprich, ich bin Energiemanager und habe die ganzen Immobilien auch immer für Freunde, Bekannte, Verwandte gekauft, verkauft. Und so war es eigentlich irgendwann da, dass ich gesagt habe, jetzt machst du das selber. Okay, aber jetzt wäre ja die logische Folge wäre jetzt eigentlich gewesen, rein als Immobilienmakler zu arbeiten. Du bist aber erstmal in der Hausverwaltung gelandet. Genau, ich habe angefangen, habe mein Logo entwickelt, den ganzen Kladderadatsch und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe so viel zu tun. Ich habe selber in einer Eigentumswohnung gewohnt und die haben wir auch selber verwaltet. Ich bin dann praktisch der Verwalter gewesen und dann habe ich gesagt, jetzt suchst du erstmal eine neue Verwaltung, die das für dich macht, damit du das, was du jetzt machen möchtest mit dem Makeln, vorankommst. Dann war unweit eine Dame, die aufhören wollte mit ihrer Verwaltung und da habe ich gesagt, das ist natürlich blöd, weil ich hätte jetzt gerne unsere Objekte verwalten lassen. Dann sagt sie so, ja, aber ich höre in 2 Jahren auf, ich kann sie nicht verwalten. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe dann darüber nachgedacht, eigentlich cool, frag die doch mal, ob das vielleicht nicht eine Option für dich wäre, das zu übernehmen. Und so ist das dann halt entstanden, dass ich dann, sie hat mich dann 2 Tage in der Woche mit sozusagen aufgenommen und hab dann das Handwerk von der Hausverwaltung aus gelernt und hab dann praktisch die Technik erst gemacht und dann hinterher die ganzen klassischen Sachen, wie funktioniert Nebenkostenabrechnung, wie mache ich eine Eigentümerversammlung, wie bestelle ich Handwerker, was ist eine Buchung. Also das habe ich dann da gelernt und so habe ich dann 2020 die Hausverwaltung von der Dame übernommen, die dann in Ruhestand gegangen ist. Was war eigentlich ursprünglich, das interessiert mich jetzt, was war eigentlich ursprünglich das, was du von deinen Eltern vorgelebt bekommen hast? War das eher die Angestelltenseite oder war das eher die Selbstständigenseite? Also ich komme klassisch aus dem normalen Haushalt. Also meine Eltern sind beide auch angestellt gewesen. Mhm. Und für die war das natürlich ein großes Drama, dass ich gesagt habe, so hör mal, die Sicherheiten sind weg. Die Sicherheiten sind weg. Bist du dir sicher, was du da tust? Und überleg dir das nochmal. Und also da kommen dann... Also das Klassische, was die meisten Angestellten genau. So kennen. Genau, okay. Weil die halt das so nicht gewohnt oder selbst nicht kennen, ne? Ja, weil das finde ich immer interessant, weil der Weg wird ja oft auch schon vorbestimmt von bestimmten Personen, ob das jetzt Freunde, Familie ist, sei mal dahingestellt, aber es ist immer interessant zu sehen, wo ist man aufgewachsen und wo geht dann später die Reise hin. Mhm. Das finde ich immer spannend zu sehen. Hat dich dein Umfeld da an der Stelle auch blockiert, also aufgehalten oder versucht abzuhalten von dem Weg?
Nein, also jein, muss man sagen. Es gab welche, die gesagt haben, was machst denn du jetzt in der Immobilienbranche? Mann, ey, du bist gelernter Elektromeister, was soll das? Ne? Mach das, was du am besten kannst, leg Kabel, schließ die an und guck, dass du Licht hinkriegst. Ne? So. Ja, so, und das war für mich dann aber gesagt, so, das macht aber keinen Spaß mehr. Ich möchte das machen, worauf ich Bock habe. Und ich habe da Spaß einfach dran, weil die Leute halt einfach sagen, du kannst das einfach und es macht dir auch Spaß. Aber was konkret macht dir daran mehr Spaß, als Kabel zu verlegen? Ich arbeite mit Menschen, nicht mit dem Kabel. Mhm. Das ist spannend, aber ich habe jeden Tag einen anderen Kunden. Ja. Also die Abwechslung ist dir wichtig? Ja, klar. Okay, was hat dich denn jetzt, also es hörte sich für mich so ein bisschen so an, dass du in die Hausverwaltung, dass das nicht so wirklich eine bewusste Entscheidung war, sondern du da so irgendwie so ein bisschen reingeschlittert bist in das Thema. Oder dass so eine emotionale Nummer war, so nach dem Motto, oh, das ist ja geil, du, die hat jetzt da irgendwie ein paar Objekte und das kannst du die übernehmen, aber so... So nach einem Plan klang das nicht. Das war eher so eine Emotionsnummer. Ja, also einen Plan hatte ich da definitiv nicht. Also ich habe das mir einfach angeguckt, habe gesagt, okay, wir schauen uns das an. Wir hatten uns beide der Zeit gegeben, zu sagen, okay, das passt oder passt nicht. Und ich sag mal, nach einem halben Jahr habe ich gesagt, okay, komm, ich mach das. Aber, so wie du auch gerade gesagt hast, Leon, Sicherheit ist immer ein großes Thema bei uns gewesen. Und das ist natürlich immer so, wenn du eine Hausverwaltung hast, kommt monatlich immer schön fleißig das Geld auch rein. Aber, und nicht aber, sondern das ist genau das, was für mich auch wichtig war, wenn du aus dem Angestelltenverhältnis kommst, musst du erstmal lernen, dich auch von Sicherheiten zu verabschieden. Und das war halt für mich am Anfang sehr schwer. Deswegen hatte ich diese Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Okay, so und jetzt kam ja irgendwann, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Zeit lang, jetzt kam aber irgendwann der Moment, wo du sagst, irgendwas fehlt hier. Ja, eigentlich bin ich ja für was, ich bring's mal so rein, wie es für mich damals gewirkt hat, irgendwie... kann es das nicht gewesen sein? Irgendwie, da war doch noch was. Ja, ich habe als Immobilienmakler angefangen und bin dann in dieser Verwaltung, habe ich mich selbst verwaltet. Ne? Ich habe dann praktisch mich selber gar nicht mehr gesehen, weil ich mich nur noch gesehen habe, du musst das machen, du musst dies machen, du musst jenes machen. Und das ist so gar nicht meine Natur. Ne? Also spricht überhaupt nicht das dein Naturell an? Nein, überhaupt nicht. Das war einfach dieser Sicherheitsgedanke und deswegen habe ich irgendwann gesagt... Passt ja auch gar nicht zu dem, was du sagst, mit Menschen zu arbeiten, dann bist du am Verwalten, am Rumsitzen. Genau. Okay, ja, logisch. Ja, und irgendwann habe ich dann gesagt so, hier stimmt was nicht und bin dann wieder raus aus dem Gefängnis, in Anführungsstrichen, und habe dann mal drüber nachgedacht, was machst du jetzt? Und dann? Habe ich das Makeln wieder im Fokus gebracht und habe dann jemanden eingestellt, der dann die Verwaltung machen sollte. Das hat aber nicht richtig funktioniert. Weil? Ich keine Vorgaben gemacht habe. Da war ich schuld dran, weil ich halt den Fokus jetzt auf das Makeln hatte, aber nicht mehr auf die Verwaltung. Und so ist das natürlich dann irgendwann hingedroppelt, weil entweder machst du 1 zu 100%, dann kannst du das. Aber zwei Sachen waren in dem Moment, das habe ich im Nachhinein gesehen. In dem Moment war das mir für mich gar nicht so klar. Ne? Also das war einfach zu sagen, ich mache das jetzt, weil ich das entschieden habe für mich. Also die Hausverwaltung war eher so eine Freestyle-Angelegenheit, die du da mal aufs Parkett gezaubert hast und nachher dann gemerkt hast, jetzt kann ich das nicht mal delegieren oder die Delegation funktioniert zumindest nicht. So wie ich mir das vorstelle. Ja, es gibt gar keine Prozesse. Du hast ja eine Hausverwaltung, ich habe die Hausverwaltung übernommen mit einem System, teilweise analog, teilweise digital. Und da musst du natürlich dann auch erstmal gucken, dass du das bestimmte Sachen erstmal wieder komplett digitalisiert bekommst. Auch altbacken. Ja, also nicht ganz teils, genau. So. Und das musst du halt dann erstmal gucken, dass du das erstmal auf den Stand X bekommst. Das dauert an Zeit. An Manpower und an Ressourcen, die hatte ich nicht. Das war Geld. Würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal, du kennst ja nur auch ein paar andere Leute, andere Verwalter und so weiter, das, wie Leon gerade gesagt hat, so das Freestyle, ja. Riesenproblem da draußen. Das ist doch ein Thema, was tatsächlich auch in der Hausverwaltung ein großes Thema ist, oder? Dass viele eben Freestyle arbeiten, oder? Ja, also man merkt es halt an den Anfragen auch. Ne? Also letztendlich haben wir uns innerhalb von einem Jahr positioniert. Dann kommen auf einmal Anfragen, die man gar nicht so realisiert hat, jetzt heute noch. Ne? Also es ist draußen absolut ein Markt, Hausverwaltung, weil Hausverwalter
ja, oldschool teilweise noch arbeiten, ne? Und die halt nicht in Prozessen denken, arbeiten und vor allen Dingen auch nicht als Unternehmer denken. Das muss man dann auch sagen, ne? Also die sind dann anders unterwegs. Okay, aber jetzt kam ja so ein, ich nenne es mal ein Game Changer. Ja, ja. Es kam eine Veränderung bei dir. Mind Switch. Ein Mind Switch, genau. Ein Mind Switch. Was war denn jetzt, was ist da genau passiert? Wie alles im Leben. Du hast irgendwann einen inneren Disput mit dir selber und sagst, was machst du jetzt? Und dann bin ich raus. Und ich war ja schon im Coaching bei dir. Und du hast ja immer, ich sag mal, so ein paar Impulse gegeben und gesagt, pass mal auf, sagst dies, jenes. Also du hast nie gesagt, hör auf oder mach das nicht oder so. Du hast mich da immer erstmal hin, also du hast das so laufen lassen und ich bin dann praktisch letztendlich irgendwann, ich habe gesagt, ich muss was tun, ich fühle mich hier nicht wohl und habe dann für mich entschlossen, jetzt ist Ende. Da muss ich aber erstmal widersprechen. Habe ich das wirklich nicht gesagt? Habe ich nicht wirklich gesagt? Das ist auf, du machst das da, machst du zu viel? Du hast zu viel am Start da? Du, genau, du hast gesagt, du hast zu viel am Start. Du hast aber nie gesagt, hör damit auf. Du hast gesagt, wolltest, glaube ich, das, also so habe ich es zumindest empfunden, da kommt der schon alleine drauf. Ja, ja, klar, also ein bisschen geführt, genau, so ein bisschen, genau. Ne, die ganzen Sachen. Okay, und dann hast du, und was war jetzt dann der auslösende Punkt? Was war der auslösende Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich was verändern? Viele Hochzeiten, unheimlich schwer zu koordinieren. Ich hatte ja noch zusätzlich eine Werbeagentur gestartet oder besser gesagt eine Werbefirma. Auch noch? Auch noch, ja klar, ich mache ja ein bisschen mehr. Ne, das habe ich gemacht. Wieder der Sicherheitsgedanke wahrscheinlich. Wieder der Sicherheitsgedanke, da könntest du ja auch nochmal Geld verdienen. Ne? Ja. So, das habe ich dann mit aufgebaut, habe dann irgendwann einen Partner reingeholt und habe das dann Hausverwaltung, Marketing plus Makeln und dann kam irgendwann der Sturz, wo ich gesagt habe, so nee, du musst überall Geld investieren, du investierst Zeit und das bringt im Endeffekt nichts. Also nichts halbes, nichts Ganzes. Also hast du dich eigentlich selber zerlegt? Ja, ich habe mich komplett zerlegt. Du hast dich selber zerlegt, ja, weil und im Endeffekt war die Triebfeder aber deine Sorge, nicht genug Geld mit einer Sache verdienen zu können. Richtig. Kann man dazu sagen? Kannst du komplett so sagen. Ja? Ja, und deshalb hast du viele Sachen gestartet, wie ja wahrscheinlich auch ganz, ganz viele da draußen genau das Thema haben, ja. Da war's und da war's, ne, so Immobilienmakler, Geld verdienen, investiert man noch in Immobilien, anstatt mal eine einzige Sache und die mal konsequent durchzuziehen. Ich hatte kürzlich erst ein Gespräch, war sehr interessant. Sein Ansatz war, in die Selbstständigkeit breit reinzugehen und dann schmal zu werden. Also sprich, mehrere Standbeine gleichzeitig aufzubauen, natürlich wieder Sicherheitsgedanken logischerweise, um dann rauszufinden, was funktioniert am besten, um dann spitz zu gehen. Ist also ich kann jetzt sagen, also das hat er ja versucht. Das hat er ja versucht. Geht, das ist ja klar. Nicht. Der eigentliche Gedanke ist ja spitz rein, dann breit. Also schau, wenn du einen Maklerbetrieb aufbaust, ja, oder überhaupt ein Business aufbaust, was vernünftig funktioniert, was vernünftig strukturiert, systematisiert, Prozesse hinterlegt sind, und du machst eine Unternehmensrendite von im Dienstleistungsbereich 20-30%, ja, 25-30%, wenn du vernünftig mit dem Geld umgehst, ja, und dein Unternehmen ordentlich ballerst, also richtig Umsatz machst, ist das ja gar kein Problem. Ja. So, da frage ich mich, was muss ich jetzt an der Stelle irgendein anderes Business eröffnen, bevor eine Sache mal richtig genial gut läuft, die Nuss echt geknackt ist, um mich mit anderen Sachen abzulenken? Das sind Dinge, die haben mit Ego zu tun, die haben mit Ängsten zu tun, ne, mit Nöten, ja. Mit irgendwelchen falschen Glaubenssätzen, ja, so nach dem Motto, auf zwei Beinen steht man sicherer als auf einem. Aber das, was ja du auch überschätzt hast, ist deine Energie, deine Möglichkeiten. Der Tag hat nur 24 Zeit, Stunden. Ja, ne, so, die hast du ja auch. So, aber jetzt, ist klar? Haben wir alle gecheckt, ja? Ja? Jetzt gehen wir mal darauf. Du hast dann den Change gemacht. Bist bei uns auch, natürlich, müssen wir bei uns heute gar nicht drüber reden. Bist ins Coaching rein. Wir haben ja auch immer regen Austausch. Und wir unterstützen dich mit Rat und Tat letztendlich. Aber du hast dich dann committed. Das heißt so, jetzt Schluss. Was hast du gemacht? Im Oktober gesagt, ich mache das nicht. Ich habe im Oktober habe ich noch die Hausverwaltung nebenan eröffnet mit einem neuen Ladenlokal und im Dezember habe ich schon wieder zugemacht. Ne? Weil ich gesagt habe, weil ich im Oktober mich committed habe, ich sage, pass auf, ich mache das nicht mehr, ich verkaufe den Laden. Du hast es aber smart gelöst. Ne? Du hast eine Mitarbeiterin gehabt,
Und die Mitarbeiterin hast du sozusagen ins Boot gebracht, die hat es übernommen, ne? Genau, die hat das übernommen. Die macht das jetzt unter ihrem eigenen Label und kennt praktisch auch die Kunden, die wir da haben, betreut die auch und übernimmt das jetzt 1:1. Das war für mich ein smoother Übergang und für sie eine neue Möglichkeit, weil die ist auch vom Angestellten dann ins Selbstständige gekommen. Genau, und die ist happy jetzt. Die ist happy. Ja, siehste. Ja, es gibt ja Leute, für die ist das was. Ne? Es ist ja auch immer jedem das seine, worauf er Lust hat, ne? Ja, soll es ja auch geben, ist ja wichtig. Ja, wichtig ist halt einfach zu sehen auch, und das ist ja das, was ihr sagt, die hat ja bei mir angefangen und die hat ja auch die Entwicklung gesehen, die ich durchgelebt habe. Die kennt ja natürlich auch meinen Weg und ich bin immer sehr, sehr positiv. Und da hat sie gesagt, du hast mich dahin, also ich bin ja derjenige, der praktisch auch die Möglichkeit jetzt offen gemacht hat. Und da ist sie auch reingegangen und sie hat die Herausforderung angenommen. Und das macht ja auch nicht jeder, wie du gerade schon gesagt hast. Ne? Also die Herausforderung hat sie angenommen und bis jetzt sehr, sehr gut. Sehr cool. Was ist durch die Veränderung, oder was hat sich verändert? Ich habe auf einmal mehr Zeit für Sachen, die mit dem Makel mehr zu tun haben. Sprich, ich kann mich auf die einzelnen Sachen, die in der Makelei sind, Einkauf, Akquise, Vertrieb, also sprich den klassischen Vertrieb, kann ich mich mehr konzentrieren. Ich habe jetzt zwei Mitarbeiter. Der eine macht das Marketing, die andere macht die Objektaufbereitung. Ich bin jetzt im Vertrieb, also sprich Einkauf und Verkauf noch aktiv. Da wird jetzt der Verkäufer gesucht oder Verkäuferin. Also ich kann mich jetzt mehr auf die Sachen konzentrieren, was ich schon viel, viel früher hätte machen sollen. Das heißt, man hat jetzt einen anderen Fokus, andere Sichtweise auf die bestimmten Sachen. Und wenn man dann die Prozesse dazu hat, kann man sie halt letztendlich umsetzen und dann auch anwenden. Also das ist wirklich. Du hast gerade ein Wort erwähnt, was mir sehr gut gefällt, das Wort Prozesse. Was würdest du sagen, was für einen Stellenwert haben Prozesse? Hatte ich in der Verwaltung nicht. Mhm. Und jetzt habe ich sie in den Makeln. Das heißt, ich kann praktisch durch Anweisungslisten, Checklisten, kann ich halt relativ schnell Sachen abarbeiten, ohne dass ich großartig stupide nochmal nachdenken muss. Ich arbeite es einfach sukzessiv ab, so wie es sein muss, und hilft mir in meinem Alltag. Ob es jetzt im Bereich der Akquise ist, ob es im Bereich Vertrieb ist oder gleich. Ich habe da Möglichkeiten, die ich sonst nicht habe, sonst war ich ein Blindflug. Also effizienter zu arbeiten, definitiv. Das zum einen, strukturierter natürlich auch. Ja. Okay. Was hat sich konkret, oder andersrum, wie viele Objekte hast du jetzt? 15. 15 Objekte? Mhm. Und das innerhalb kurzer Zeit jetzt, kurzer oder? Zeit, ja. Waren vier Monate haben wir jetzt gebraucht, ne? Ja? Alle da sind. Also du bist jetzt bei einem Objektbestand von 15 Objekten. Genau. Ja. So, das heißt, du kaufst weiter regelmäßig neue Objekte ein, also kriegst neue Aufträge, ja. Und wie ich mitbekommen habe, ist da jetzt auch ein ziemlich dickes Ding dabei, ja, mit wie viel, ja, wir sagen jetzt keine Namen und keine Orte und so weiter, ne? Aber du wirst jetzt so, weiß ich, über 100 Millionen Objekt auch reinholen, ja. Also auch echt ein dicker, schöner Fisch dabei. Ja. Wie heißt das so schön? Das Glück kommt bei die Tüchtigen. Ne? Das heißt also, du wirst auch belohnt schon jetzt. Also das heißt, die Erfolge gehen immer mehr und es spricht sich auch rum, ne? Oder? Also das heißt also, dein Netzwerk merkt auch, da ist einer, du bist richtig aktiv und du bist richtig am Start. Also das heißt, es ist gerade, es explodiert. Kann man so sagen. Also es kommt jetzt rein. Man merkt es halt einfach auch, die Dienstleistung wird anerkannt, auch die Leistung wird anerkannt. Man sieht es halt auch bei den Bewertungen, sprich, man spricht die Leute an, wie hat es euch gefallen? Ne? Also sprich, auch mal ein Feedback zu holen, wie ist es? Es spricht für sich und das macht halt dann auch doppelt so viel Spaß, wenn man dann sieht, dass es Spaß macht und das Team wächst natürlich dann auch und sagt, boah, das ist geil, dass wir hier so dickes Zeugs machen. Okay. Das muss man echt sagen. Okay, was ist deine Prognose für 2022? Wir haben jetzt Anfang bzw. Mitte März. Was ist deine Prognose für dieses Jahr? Wo wirst du rauslaufen? Wie viel Umsatz wirst du machen? Ansatz ist 1,5 Millionen. Also das wir haben also jetzt siebenstellig. Siebenstellig, ja. Mhm. Genau. Mhm. Und da bist du dir auch sicher, dass du das schaffen wirst? Das schaffen wir. Wir haben jetzt ungefähr in den nächsten Monat so 400, 500 wird dann nur an Provisionen jetzt reinkommen. Genau. Wenn du das jetzt mal ins Verhältnis setzt zum letzten Jahr, wo du noch die, also sag mal, hin und her gemacht hast. Man könnte ja auch fast sagen, hin und her macht Taschen leer, ne? So alter Vertriebsspruch. Genau. Ne? Eigentlich alter Fonds-Vermögensverwaltungsspruch, ne? Hin und her, ne? Also Switch von dem einen Depot ins andere, hin und her macht Taschen leer, ne? Da kommt es eigentlich her. Hättest du das im letzten Jahr geschafft mit den mehrgleisig fahren und so weiter, oder würdest du das auch echt darauf zurückführen, fokussiert jetzt wirklich drauf zu gehen? Hat dir das geholfen? Also das hätte ich so, wie ich es im letzten Jahr gearbeitet habe, nie geschafft. Das muss man einfach so sagen. Warum?
Du kannst nicht an allen Fronten kämpfen. Du musst dich für eine Sache entscheiden. Und was ich immer wieder höre, du musst an dich glauben und dann einfach mal Gas geben. Was würdest du oder was kannst du jetzt auch ganz speziell auf dieses Thema bezogen? Hm. Ja, also nach dem Motto Sicherheit, Fokus, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, vor allem auch mehrere Business da draußen zu machen. Du hast es ja jetzt selber live erlebt und du bist ja auch ein, wenn du so willst, Quereinsteiger. Ja. Du bist ja noch nicht so lange in der Branche, nee, also noch junger Immobilienunternehmer. Ja. Was kannst du da draußen den Leuten, die jetzt neu starten, die als Quereinsteiger sind oder die vielleicht auch in der gleichen Rolle sind wie du, vom Angestellten sich selbstständig, genau, machen zu wollen, den Mut zu fassen auch vor allem dafür. Und vom und wirklich auch vielleicht tatsächlich das Thema Hausverwaltung und Immobilienmakler immer so hin und her switchen oder sogar überlegen, was kannst du raten? Erstmal, wenn ich von Angestellte ins Selbstständige reingehe, das ist schon mal eine Herausforderung für einen selber. Da muss eigentlich schon im Vorfeld mit sich selber jemand im Reinen sein und zu sagen, oder der Pain ist so hoch, dass man sagt, ich mache das jetzt und springe ins kalte Wasser. Sollte ich das tun und habe dann diesen Mut, muss ich relativ schnell an mich glauben und dann dementsprechend auch die Sachen umsetzen. Hausverwaltung, also jeder sollte für sich selber erstmal wissen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Frag mein Umfeld, also ein gutes Umfeld, ne? Nicht die, die einen da nicht sehen, sondern wirklich auch andere Leute, die mal von außen gucken können. Oder aber neutralen Coach wie uns, genau, zum Beispiel. Oder einen neutralen Coach, der einfach drauf schaut und sagt, pass mal auf, deine Fähigkeiten sind X, Y, Z. Und pass mal auf, du bist mehr Vertriebler oder der, nee, du, hör mal, für dich ist Hausverwaltung genau das Richtige. Du bist jemand, der muss die Buchung haben, du siehst die Zahlen. Das ist was anderes, als wenn einer, der den ganzen Tag mit Menschen reden möchte und auch mit denen in eine Kommunikation geht, musst du schon extrovertiert sein, also auch von dir aus überzeugt sein, dass du das hinkriegst. Wenn du introvertiert bist, ist die Hausverwaltung vielleicht doch schon näher. Also committe dich auf eine Sache. Bitte. Und hör auf, versuchen auf allen Hochzeiten zu tanzen. So ist es. Okay, was noch? Ich würde für denjenigen, die dann neu starten, wirklich sagen, macht euch einen Businessplan, den habe ich damals nicht gemacht, schreibt euch auf, was ihr wollt und in welchen Bereich ihr reinkommt, damit ihr wirklich wisst, wie ist der Markt, wie ist der Kunde und was will ich, also sprich Ziele definieren, was ich früher gar nicht gemacht habe, was ich nicht konnte, weil ich nicht wusste. Ja, so mittlerweile weiß ich das und dementsprechend wächst man damit. Ich kann nur sagen, holt euch jemanden rein, der euch dahin bringt, was euch Spaß macht. Ist ja auch ein Riesenthema, auch Problem, dass die Leute teilweise in Märkte erschließen wollen oder in Zweige reingehen wollen, wo sie nicht mal genau den Markt kennen. Das merke ich ganz, ganz oft. Ja? War bei mir so. Ja. Ich habe es einfach gemacht. Ja, man kann schon fast sagen, das war schon eigentlich Selbstmord. Aber dann an sich zu glauben, zu gucken, wie der geht's. Der Körper ins kalte Wasser. Genau. Und dann gibt man einfach mal Vollgas. Aber das, wie gesagt, jeder sollte das nach seinen Fähigkeiten machen und vor allen Dingen jemanden fragen, der in dem Bereich vielleicht den einen oder anderen Tipp hat. Oder jemanden fragen, der da ist, wo man hin möchte. Das ist immer ein ganz, ganz cooler Move. Dann kann man sich damit für sich persönlich weiterentwickeln, beruflich, unternehmerisch, aber auch gleichzeitig die Zahlen auch mal übereinander zu legen. Das habe ich nie gemacht. Ja, ich will auch das Umfeld einem wirklich einen guten Rat geben, wenn sie die Branche oder das Expertenwerk das Thema überhaupt nicht wirklich kennen. Ne? Also wäre ja eigentlich die Abfolge zu sagen, Expertenrat, Expertenberatung, ja, dann im nächsten Schritt klares Commitment, also was sind meine Stärken, was kann ich wirklich gut, dann klares Commitment abgeben und dann Vollgas auf eine Sache drauf und die erstmal groß machen. Ja. Oder stark machen, damit wirklich erstmal sich etablieren und positionieren, Geld verdienen. Genau. Wichtig dabei ist aber, sich nicht von anderen Leuten noch ablenken zu lassen, weil das ist die größte Gefahr. Es gibt immer wieder welche, die sagen, hör mal, ich würde das aber so machen. Letztendlich, heute weiß ich das, hätte ich ja fragen können, hast du es denn schon mal gemacht? Nee, okay, dann lass mich doch bitte machen. Halt die Klappe. Ja, genau, halt die Klappe, sieh zu, dass du deinen Weg gehst, ich mach meinen. Wenn das einer ist, der da schon ist, dann höre ich natürlich sehr, sehr gerne zu. Ne? Aber wenn das einer ist, der nur einfach mir zeigen will, dass ich eine Hupe bin, dann ist das schön, aber bringt mich persönlich nicht weiter. Es ist ja jemand, der dir einfach nur Energie saugen möchte. Naja, es ist ja auch vollkommen logisch. Ich meine, ein Cristiano Ronaldo als Weltfußballer, ja, der holt sich halt eben auch keinen Rat, wie er sich besser ernährt und trainiert von einem Kreisklasse-Fußballspieler. Ja, das ist halt mal einfach so. Macht keinen Sinn. Ja. Ja? Also
vernetz dich bzw. unterhalte dich, bespreche dich mit Leuten, die Ahnung von dem haben, wo du gerne gut drin sein willst. Geh in Unternehmernetzwerke. Da kannst du, das ist das, was mich am Anfang sehr, sehr gut oder was mir sehr gut geholfen hat, ist, dahin zu gehen, wo Unternehmer sind, die anders denken als die, die angestellt sind. Das ist einfach nur mal so. Und zumal kriegt man von denen auch einen Rat. Und der ist auch gut gemeint, weil die genau wissen, wie es ist, wenn man neu startet. Ja, die waren selber in der Situation, ne? Und da haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Da so hast du mich auch kennengelernt. Ne? So ist es. Okay, sehr, sehr cool. Also ich würde sagen, wir haben das eigentlich ganz cool auf den Punkt gebracht, das Thema. Ja, sehr, sehr cool, lieber Sascha. Vielen Dank auch für deine Offenheit an der Stelle. Ja, und hier nochmal ganz klar gesagt, hey, abonniert unseren Podcast, abonniert unseren YouTube-Channel. Ja, schreibt uns fleißig Kommentare. Und wenn ihr Bock darauf habt, eben in genau diese Fallen nicht reinzutreten, ja, also nicht, wenn ihr Bock darauf habt, genau in diese Fallen reinzutreten, sondern wenn ihr keinen Bock habt auf diese Fallen, wenn ihr eben die Abkürzung wollt, ja, wenn ihr den direkten Weg dahin gehen wollt, wo der Sascha sich jetzt bewegt, also auf dem Weg zum siebenstelligen Jahresumsatz, ja, mit aktuell 15 Objekten, ja, die in diesem Jahr schon eingekauft und viele gerade sind schon in der Pipeline wieder. Also erfolgreiche Unternehmer, richtig Bock auf Party sozusagen, dann einfach hier in der Infobox gucken, da steht alles drin, was ihr tun müsst. Lieber Sascha, dir alles Gute, mach weiter so, bist auf dem richtigen Weg und hast uns ja an deiner Seite, mal abgesehen davon. Ja. Und in diesem Sinne, hey, mach's gut, arrivederci, vielen Dank. Ciao, ciao. Dankeschön.